Wir verkaufen heute Sachen, die wir sonst nicht verkaufen dürfen. Wir machen heute Sachen, die wir sonst nicht machen dürfen. Und damit herzlich willkommen zum Drug Dealer Simulator 2. Ja, liebe Freunde, das Game ist heute rausgekommen. Ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, dass die Cam da oben ist. Das Game ist heute rausgekommen, gestern rausgekommen, jetzt ist schon ein Tag später. Und ich freue mich. Ich habe den ersten Teil gezockt, den haben wir damals auf YouTube gehabt. Das war aber der Demonetization Simulator, habe ich immer gesagt, ja. Deswegen denke ich mal, dass es hier jetzt auch so ist. Ich werde diese Folge hier als kleine Testfolge hochladen. Einfach um zu sehen, was der YouTube-Algorithmus dazu sagt, was die Monetarisierung dazu sagt. Und ja, denn, liebe Freunde, ja, ich starte jetzt schon mal das Game in der Zeit. Ich möchte was ankündigen, und zwar werden der Robert, der Niklas und ich ein Roleplay aus dem Game machen. Was heißt es? Wir bleiben in unserer Rolle, ja. Jeder von uns sucht sich einen gewissen Charakter aus, ja, den er spielen möchte. Jetzt nicht nur ingame den Charakter auswählen, sondern so ist es im Endeffekt auch wie GTA Roleplay. Du erfindest dir einen Charakter, hast, sage ich mal, Charaktereigenschaften, wie wenn du jetzt zum Beispiel Drehbücher schreibst und einen Charakter kreierst. Genau so. Bloß, dass wir halt hier noch den Charakter auswählen, ja, der halt ungefähr dazu passt. Das muss ja nicht unbedingt gut ausschauen, das kann auch einfach nur kacke ausschauen. Das ist scheißegal. Und dann spielen wir das Spiel und bleiben in unserer Rolle drin. Ja, es... Ich möchte da wirklich so Sachen wie, dass wir out of character, OOC nennt man das, das werde ich rausschneiden, ja, so, das kommt dann, wenn dann in Best of oder irgendwo anders, denn wir versuchen wirklich, das auch so zu spielen, dass, sage ich mal, man nicht so viel zensieren und schneiden muss. Eventuell wird das Ganze dann auf Rumble hochgeladen, ja, dass ihr euch das Uncut auf Rumble anschauen könnt und dann halt eben, keine Ahnung, so Sonderfolgen, die richtig krass sind, die gibt es halt dann für Patreon-Member, ja, aber das ist dann so eine Art, nicht krass im Sinne von Content, den ihr sonst entgehen würdet, sondern extra Content wie Outtakes etc., ja, das kommt dann auf Patreon, einfach als, ja, sozusagen Dankeschön an die Leute, die noch mehr reinhauen zum Unterstützen. Für dich als normalen Zuschauer ändert sich nichts, aber unbedingt trotz alledem hier unten in die Beschreibung gehen, da auf meinen Linktree und da auf Rumble gehen. Ja, ihr könnt natürlich auch so den Rumble-Link klicken, aber geht einfach mal auf den Linktree, da habt ihr nämlich alle in einer Form. So, Ton, wir schauen jetzt gleich mal. Streamer-Modus machen wir an, jawohl. Musik machen wir mal leiser. Master-Lautstärke lassen wir so. So, dann wenden wir das so an. Okay, perfekt. Grafik. Dann schauen wir uns doch mal, was gibt's mit der Grafik. Motion Blur natürlich aus. Was soll denn der Scheiß? Ja, wer hat schon Motion Blur an? V-Sync, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Geht das noch mehr als hoch? Das geht gar nicht mehr als hoch, oder? Okay. Warum haben wir keinen... Wieso? Okay. Alles klar. So, Spiel. Valley, die Stimme des Narrators. Ach, cool. Dass wir das anhören können, auswählen können. Das ist ja cool. Deutsch. Wir haben sogar die deutsche Sprache. Untertitel machen wir an. Kopfnicken lassen wir auch an. Hinweise kann man noch gar nichts ändern. Stimme des Narrators. Eddie oder Marcus? Ich glaube, wir bleiben beim Eddie. Das ist eigentlich ganz cool. Sprache Deutsch. Ich bin gespannt, ob er das dann... Okay. ICQ. Okay. Das heißt, es wird trotz alledem weiter auf Englisch bleiben, bloß dass wir halt in deutscher Schrift alles sehen. Dann lassen wir das jetzt auch. Foxy Gaming News 420. Okay, das ist immer noch auf Polnisch, das macht aber nichts. Beitritt zulassen. Ah. Werbung. Make the session public, allowing your friends and other players to find the session. Create a co-op session to allow other players to join your game. Okay. Werbung, was auch immer Werbung heißt. Na gut, wir machen jetzt einfach mal erstellen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe richtig Bock auf das Game. Leute, ich habe es so viel Spaß in der Demo schon gehabt. Wir haben das auch mit der Megan zusammengespielt, ja, mit der Boo, der wir auch schon öfter mal Modern Warfare gespielt haben. Und es ist so lustig. Es ist so lustig. Anscheinend können drei Leute spielen. Und ja, also es ist wirklich sick. Es ist richtig sick. So, wen haben wir denn da? Wir haben einmal den Rick. Wir haben den Danny. Die Sharon, Becky und Lisa. Ich würde sagen, wir nehmen einfach passend den Danny. Passe an. Nicht verfügbar in der Demo-Version. Ja gut, wir haben ja auch nicht die Demo-Version.
Default Mode. Naja, gut. Also da. Ach so. Okay, das ist nicht der Charakter, sondern einfach hier die Einstellungen für das Spiel. Ökonomie, okay. Focus more on the economy, running the drug base. The enemies are easier and there are less threats in general. Okay, recommended default balance preset for new players. Gangster, more dangerous and challenging gameplay. There are more enemies and combat is harder. Raids will hit you much more often, okay? Chill out! Designed for pure enjoyment, progress is much faster, raids are disabled and enemies are very easy. Chill out on Isla Sombra und Benutzer definiert. Schlachtchance. Hört sich wild an. Überfälle einschalten, Feinde aktivieren. Okay, Spielerschaden, Ausdauerverlust. Ja, das würde ich gerne ändern, ne? Ich hasse Ausdauerverlust. Ich hasse es in Games, ehrlich. Kleidung beeinflusst die Werte. Erholung. Ja, wenn wir das jetzt auf 0,2 runter machen, haben wir dann fast gar keinen Verlust, oder was ist das so für ein Ding? Also ich mach das mal runter, weil ich hasse Ausdauer in Games. Ich hasse es einfach. So, wir testen das ja an. Ey, aus. Okay, I'd get the fuck out of here before someone comes and sees you, huh? Okay, I'd get the hell out of here before someone comes and sees you. Okay, I'd get the Ich glaube, wir nehmen doch den Marcus, ganz ehrlich, scheiß drauf. Aber heißen wir jetzt so, wie heißen wir? Okay, I'd get the fuck out of here before someone comes and sees. Okay, ich teste es jetzt einfach mal aus. Byte Runners in cooperation with Movie Games presents Drug Dealer Simulator 2. Rafael Petrzewski, Marcin Stunek, Iga Wisniewska. Ich glaube, wenn das eine Lady ist, habe ich die schon spielen sehen. Kay Pietras. Ey, ich kann die Namen auch nicht aussprechen, tut mir leid. Michael Neep as Marcus. As Eddie Christopher Neal. Der Name sagt mir was. Damien Roman. Sound Design. Monogram. 3D Artist. David Mikalczyk. Patrick Levko. UI Design. Adom. Und auch UI Design. Marek Riesmann. Oh, wir waren irgendwie nicht mehr drin. Ich verstehe fast gar nichts. Das ist noch ein bisschen verbuggt. Und ich frage mich gerade, ist das normal? Gehört es zum Game? Okay, alle Spiele müssen in Sicherheit sein. Okay, das ist nicht normal. Grafik. Warum? Ach, das lag am Field of View. Okay, liebe Devs, da haben wir schon mal einen Bug, wenn du das Field of View auf 0 stellst, dann sieht es so aus, wie es aussieht. Ich hätte aber gerne nochmal. Müssen es trotzdem ein bisschen leiser stellen, weil sonst verstehen wir nichts. So. Jetzt warte mal. Vielleicht noch einmal so. Und dann passt's. Okay. Ne, das hat er jetzt nicht gemacht, ne? Doch, hat er gemacht. Okay, 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 okay. Okay. Gut. Ja. Es ist, wie gesagt, eins der typischen Simulator-Games. Und ich finde, für so ein Game, dass es auch nur ein paar Leute waren, ist das Game der Wahnsinn.
Also die haben ein wirklich gutes Game Design, was absolut addictive ist. Addictive macht. Und ich finde es auch so geil, wie die einfach diese NPCs eingefügt haben, wo du genau weißt, das sind safe Polen, die halt dann wirklich so in Dings, in so einem, ey, wie soll ich sagen, mit so einem mexikanisch-englischen Akzent. Es ist so lustig. Also ehrlich, das Game, ich find's geil. Ich find's einfach nur geil. So sehen wir jetzt aus, okay. Schauen wir mal hier noch hin, mit denen irgendwie reden können. Nee, okay. Ah, okay. Okay. Ist der Motor nicht dabei? Ja, das ist dann das von später. Aber ich merke schon, die haben aktuell noch nicht die Props in der Hand. Und Leute, ihr müsst wissen, dieses Game wird immer weiterentwickelt. Sprich, das ist jetzt nicht einfach so draußen, sondern es wird immer weiterentwickelt. Und ich bin so froh, dass sie das Game released haben. Es mag so manche einer sagen, ey, aber bist du nicht fertig? Scheiß drauf, das ist ein Game, es ist ein Indie-Game, ja. Und die Devs haben ein absolut geiles Game Design. Und lieber habe ich doch sowas, also dass ich ewig lang warten muss und der Hype weg ist. Also ich finde, die haben das absolut richtig gemacht, dass sie das jetzt so rausgebracht haben. Hey, hola. Aquí están los suministros que me pediste, Marcus. ¿Tienes efectivo, amigo? Also da muss ich sagen, die hört sich echt gut an. Da haben die auch, glaube ich, richtig gute AI gehabt. Aber andere hören sich so lustig an, ehrlich. Es ist echt cool. Na hallo, hier ist, was Marcus verlangt hat. Hast du mein Geld? Adiós, amigo. Adiós. ¿Qué haces aquí? Vete, eso parecía importante. So, was haben wir denn hier? Wurst, essbar. Kann deine Statistik beeinflussen. Super. Bier, essbar. Kann deine Statistik beeinflussen. Kippen, Plastiktüten, Busfahrkarte, Plastiktüte und Water. Okay, jetzt schau ich mal. Wir haben normalerweise aber kein Cash. Okay, ja, das kann man ja. Wir müssen X. Ah, okay, cool. Ah, da können wir eine eigene Markierung. Okay, das ist nice. Alles Juti. Dann. Oh, der Fallschaden. Okay, die haben den Fallschaden krasser gemacht. Können wir mit dem schon reden so? Können wir noch nicht reden? Hey, der hat einen Dübel in der Hand. Schön. Fragile. Fragile. Hey, Bro. Wow. Geil. Das finde ich auch noch so witzig, dass wir da richtig schön in uns gehen können. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, denkt einfach dran, einfach nur tief in uns zu gehen. Wir gehen mal da hinten. Wie schaut das aus? Okay, das funktioniert ein bisschen besser als in der Demo. Aber das Game sieht echt schön aus. Erinnert mich so richtig an Far Cry einfach von früher. Oder? Das war doch so ein richtig Far Cry-Klassiker mal. Aber vielleicht sollte ich mal mich hier hinpacken, so. Perfekt. Perfetto, 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 amigo. Yes, 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 fliegen. Parkour. Okay, was haben wir? So, nice. Also, dass die Ausdauer jetzt weg ist, freut mich. Das geht mir so auf den Keks, Ausdauer in Games. Oh, was ist denn da los? Es war aber vorher nicht so und ich bin gespannt, ob wir da irgendwas machen können. Kann man einfach drunter schauen, okay. L, okay. Taschenlampen helfen dir, Spielfortschritt, yes, 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 das können wir. Don't be hasty. We'll get to that. Ah, diesmal sind schon ein paar drin. Ach, schön. Wasser. Okay, das ist da drin gelagert. Verstehe.
Sieht der jetzt ein bisschen anders aus, der Markus? Oh, gib mir das. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich brauche einen Kaffee, meine ich natürlich. You got that package for me, huh? Oh, nice goodies. Nice. Thanks, man. Listen, take care of the plants and handle those sales while I clean this mess, huh? Okay. Sie werden auf dich warten. Danach wäre es gut, die Produktion hochzufahren, damit uns nichts ausgeht. Okay. Awesome. See you later. See you later, bro. Look who's here. Wie geht es mit dem Lab? Just checking on you. Bis später. Yeah, it'd go a whole hell of a lot faster if you didn't distract me. Take the hint. Niemand hat einen Stock im Arsch, sehe ich. Who, me? Nah, just let me focus on this, okay? Weißt du, wir muss mich einfach darauf konzentrieren, um die Produktion zurückzubringen, okay? Sorry. Das ist viel besser, klar, mach dein Ding. No problemo. Okay, yo. Yo, 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 yo. So, was sollen wir jetzt machen? Gras auspacken, also. Wie machen wir das jetzt? Okay, das können wir noch nicht sehen. Also normal. Okay, das ist genauso noch wie in der Demo. Okay, wir müssen hier gehen, dann gehen wir hier auf auspacken, genau. So, cool. Und dann haut er uns das da rein, okay. Smaller packages of weed for those new clients. Add new packages using the plus sign button and choose their size and quantity. Okay, 100 Gramm Indica, dann können wir mal, warte mal, wie viel Päckchen haben wir denn? Hey, warte mal, Mann, mach das weg, 20, okay. Naja, dann würde ich sagen, mach mal 20, füg hinzu, jawohl. Okay. Ich muss erstmal wieder rankommen, ne? Ist auch ein bisschen her, dass ich die Demo gespielt habe, aber das passt. So, das können wir wegmachen, okay. Also die Demo ging schon echt lange und ihr müsst Playman, Miss April. Und ihr müsst echt mal abchecken, ja, wenn ihr noch nicht überzeugt von dem Spiel seid und auch hier dieses Let's Play euch nicht überzeugt, dann zieht euch unbedingt rein, was in der Demo so abging. Weil wie gesagt, selbst für eine Demo ist das Game echt ziemlich weit. Und solche Kleinigkeiten stören mich nicht, weil wie gesagt, das ist halt ein Indie-Game, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist kein AAA. Ich finde, der Preis ist auch absolut in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die arbeiten da seit Jahren hart dran. Haben den ersten Teil wirklich auch viele, viele Jahre unterstützt. Also da muss ich sagen, bra, effing wo, ja. Sollten mehr Indie-Devs mal machen und... Ich möchte es einfach unterstützen, was die da machen, wirklich. Ich finde, so ein witziges Game Design ist so ultra selten. Und da muss man einfach mal wirklich Hut absagen. Oh, geht das noch wieder? Oh, Gott sei Dank, es geht noch. In der Demo ist man da auch runtergekommen. Oh. Die haben aber viele neue Props eingefügt und ich glaube auch Häuser. Hey, Bro. Okay. Schauen wir mal, ob die immer noch da stehen, wo sie vorher auch waren. Also müsste hier rechts einer stehen. Ja. Marcella Morales, hola. Kein Stress. 3, jawohl. Okay. Ach, das ist... Nee, warte mal. Was können wir bei dem Fragezeichen machen? Hier. Da ist doch was. Okay. Kommen wir da hoch? Nee, oder? Okay, komisch. Also da ist auf jeden Fall was. Das merken wir uns mal. Mietzi! Ich habe eine Mietzi gehört. Minzi! Gehen wir erst zum Strand runter.
Und the way to go ist, Leute, dass wir die hooked machen. Ja, wir geben dir vorher so den leichten Shit und nach geben wir denen immer krasseres Zeug mit. So, und dann haben die Bock und kommen beim nächsten Mal wieder. Das funktioniert echt gut. Da geben wir mal 3, einfach aus Nettigkeit. Na, dann steigt die Reputation nämlich noch nach oben. Das war, geil, das war einer von denen. Amigo. Adios. Das ist so lustig, Alter. Und ich muss immer dran denken, dass man nur einmal drücken muss und nicht gedrückt halten muss. Eine Muku! Hallo, Mo. Der Zaun ist auch irgendwie nicht so ganz, ne? Hey, Bro. What took you so long? Alter, was soll denn das? Frechheit. Hier kommt, geh mal viel. Also am Anfang solltet ihr nicht so viel herschenken, ne? Okay, so, my friends are one thing, right? But in general, clients won't wait forever. Open the phone to arrange meetings with the other clients. You don't have to do it immediately, but the sooner the better. You can either set up the meeting ASAP or pick a convenient time for the delivery. But when the client's waiting for you, tick-tock, you better hurry up. Okay. Plane jetzt. Das machen wir auch jetzt, weil dann kommen die normalerweise gleich. Ist die Frage, wie viel wir von denen. Ist er jetzt so ein. Ach, der, er sieht ja ultra krass aus. Okay. Dann würde ich sagen: Hey, die waren in der Demo auch schon da, die zwei. Ah, okay. Sind wir ja einmal schon gleich hier. Hey, you're here. Yes, I'm here. Hello, hello, hello. Warte, wie viel? 2. 2G, meine Lady. Hier, einmal bestätigen. Bye. Bye. Und ich find's auch so lustig, dass die wirklich genau solche Antworten oftmals geben, wie wenn du wirklich bei einem Dealer was kaufst. Hab ich gehört. Es ist so lustig. Hey, Bro. Ja, du nicht? Okay. Hey, Bro. Hey, how's business? Mega eigentlich, also kann mich nicht beschweren. Okay, das haben wir ready. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Also jetzt am Anfang brauchen wir eigentlich noch keine Angst haben vor Diebe und sowas. Das Coole ist, dass wir uns jetzt auch verteidigen können. Das ging in der Demo noch nicht. Also ein geiles Feature. Da stehen auch oftmals da hinten die Thugs. Schauen wir mal, können wir das jetzt schon nutzen oder geht es nicht? Great day for swim. Nice. Okay. So, das kann man so wegmachen, okay. Hui! Hey, Bro. Auto. Ach, da drüben können wir jetzt auch hin. Das Geile ist, wir können auch Autos knacken, ne? Das ist mega lustig. Aber wir haben kein Brecheisen. Was geht denn hier ab? Okay, das ist was Neues. Ist der böse? Sieht brav aus. Okay. Small Warehouse. Okay, also ich denke, da kann man nichts machen. Naja gut, war ein Versuch wert. Okay. Was ist er für ein Dude? Okay, gar nicht. Wie ist denn das jetzt wieder? Du hast keine Fahrkarte. Ich glaube, wir müssen aber die Schnellreise nur einmal machen, oder? Ja, okay. Einmal anklicken. Rechts oben stand's. Perfekt. Perfecto. New area discovered. Archipelago. Oder Bellagio. Oder Bellago. Oh. I don't think so. Ah, da kann man's heilen. Ach, cool.
Bueno, lástima. Adiós. Wir einfach die Chest plündern. Oh, Diebstahl. Ach du Scheiße. Ha. Okay. Weißt du was? Wir hauen jetzt einfach das. Sorry, Lady. Scheiß auf den Ruf. Street Cred Kinder oben. Ja, nice. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht zu viel Geld bekommen. Oder zu wenig in dem Fall. Weil, was ist denn das hier? Da ist doch auch noch oben was gewesen gerade. Weil sonst hat man wieder keinen Platz. Also ich glaube, ich kaufe als erstes mal gleich den Rucksack. Hätte ich vorher schon kaufen sollen. Ich glaube, den hätten wir uns leisten können. Der will die Bettler immer wollen, ne? Hey, Bro. Hello there. Came back to buy something? Rucksack. Ah, Gott sei Dank. So, unbedingt der Rucksack. Come back soon. So, jetzt kann man wieder richtig klauen. Now what do you need? So, was sollen wir kaufen? Dünger, oder? Dünger, ja. Einmal. Schlüsselbund. Okay, Essig. Plastiktüte. Ah, da kaufen wir auf jeden Fall welche. Die sind wichtig. Die sind sehr, sehr wichtig. 8,5. Ja komm, das reicht eigentlich. Das kann man ja wirklich machen, ne? Oh, die Brechstange, die nehmen wir aber auch mit. That's it. Well, Edie, goodbye. Yeah, that'll definitely come in handy when you get in trouble. Perfekto. Ja, dann würde ich sagen, klauen wir jetzt aber auch noch den Rest von ihr, weil unsere Street Cred ist eh im Arsch. Also scheißegal. Oh, nice. Komm, let's go. So, Rest lassen wir so. Street Cred geht nach oben, das ist auch toll. Okay, Street Cred, sehr schön. Aber wo sollen wir jetzt hin? Einfach zurück. Okay, ich bin gespannt, wo jetzt der Ding kommt, der Auftrag. Ob der jetzt hier drüben ist oder hier. Weil das Ding ist, es war so, auch wenn du gleich planst, dauert er trotzdem noch kurz. Sodass du jetzt zum Beispiel nicht die Kunden, wenn du noch irgendwas fertig machst, hier warten lässt und sie dann abhauen. Also das haben sie gut gemacht, aber ich finde, man könnte trotzdem hinschreiben, jetzt bedeutet innerhalb der nächsten Stunde. Oder die machen es, dass der auf jeden Fall gleich erscheint, aber halt mindestens eine Stunde dauert, bis er dann ablaufen würde. Ne? Also nicht nach einer Stunde abläuft, sondern... Ach so, ja. Da ist die Uhrzeit, die wir planen. Warte mal, wie viel haben wir noch? 6. Wir haben nicht mehr viel. Okay. Ja komm, scheiß drauf, wir fahren. Ach so, warte mal. Remember, it's easier to steal shit than earn it. But too many robberies can seriously hurt your reputation. Be smart about it, huh? So, und dieser Slot, der ist ziemlich cool. Da kannst du nämlich dein Zeug reinpacken, wo wertvoll ist. Das heißt, verlierst du nicht, wenn du von den Cops geradet wirst oder zum Beispiel von anderen Gangstern oder so. Okay. Na gut. Also unser Ruf ist eigentlich gerade richtig gefickt, ne? Scheiß drauf. Ach, perfekt. Beide hier. Ah fuck, wie viel? 4 und? Was noch? Müssen wir mal schauen, weil ich glaube, so viel haben wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon was herstellen können. Okay. 6G haben wir noch, ne? Ah, okay. Müssen wir jetzt echt mal luren.
Und ich bin so gespannt, wie das hier aussieht. Weil ich habe schon eine Lösung fürs Roleplay. Ja, wir werden in Codewörtern reden. Weil halt einfach die Leute hier, die wir spielen, schon so paranoid sind. Dass die eben nicht gefickt werden wollen. So, und deswegen sprechen die in Codewörtern. Na, dann muss man nicht so viel zensieren. Und dann kommt es vielleicht auch uncut auf YouTube. Und das wäre mir so das Wichtigste, ehrlich gesagt. Uncut auf YouTube. So, ihr werdet jetzt hier eine Überlängenfolge sehen. Ja, also wenn du das gerade da hast, dann wundere dich nicht. Die weiteren Folgen werden natürlich nicht so lang. Hallo, Lady. Oh, perfekt. Perfekt. Also. Sorry, Bro. Und das Coole ist, ihr könnt den Kunden zuweisen. Sprich, wenn ihr Kumpels habt, dann könnt ihr das denen auch geben. Das finde ich mega cool. Und ich weiß nicht, ob es schon da ist. Normalerweise kannst du auch NPCs anheuern, die das dann für dich machen. Aber ich weiß nicht, ob das Feature schon da ist. Es wird auf jeden Fall kommen. Oder es ist schon da. Und das ist schon auch richtig fett. Also das ist absolut geil. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel hier ums Meth kümmern. M-E-F-F. Und die anderen kümmern sich ums Pep. Und die anderen ums Green. Also das ist schon echt gut. Andere kümmern sich wieder um die Cola. Oh. Nein. Ah, wo waren... Man konnte hier... An irgendeiner Stelle. Das haben die geändert, ne? Sieht ein bisschen anders aus als vorher. Okay. Die Frage ist, ob das echt was bringt, wenn wir hier was zumachen. Ich weiß es nämlich echt nicht. So, Madbag. Dann packen wir mal die Kacke da rein. Landkarte. Handwerkszutat. Okay. Also das packen wir mal alles hier rein, würde ich sagen. Flasche Hustensaft. Ja, beides können wir eigentlich so mitnehmen. Okay, on the lab tray you can unpack substances from items, as well as create packages of your own. First things first though, unpack that drug package and add the dope to the substance storage. Wo haben wir jetzt das her? Okay. Okay, und jetzt? For 20. Aber was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? So, how's it going? What about that journal of yours? Anything in there, maybe? Cool. Hang in there. Okay, Journal. Öffne den, ach so, den Dünger. Oh Mann, ey, ich Noob. Oh, dann kann man beide da rein tun. Okay, perfekt. Züchte mehr Weed. Okay, das habe ich am Anfang nicht ganz so kapiert, aber das werden wir jetzt, da werden wir jetzt gleich durchsteigen. So, gemeinsam machen wir das jetzt. Verwende Laborausrüstung, um Drogen herzustellen oder zu mischen. Ja, Verstecklager bietet dir zusätzlichen Stauraum in jedem Versteck. Okay. Also, Hideout Stash. Das ist, glaube ich, Handy Space is special storage for items laying around on top. They're accessible from any place in the hideout, but most vulnerable for burglary and raids. Okay, das heißt, das wird dann abgesnackt von den Cops, wenn sie mal kommen. Okay, okay, okay. Haben wir schon Blüten bekommen? Verstehe.
Okay, listen up now so you don't get confused. Lab equipment processes both items as well as substances. Items are straightforward, but notice that the substances are listed in the substance storage section. Always check the recipe and make sure what type of ingredient you need to run it. Okay, ja gut, dann müssen wir das hier einmal, jawohl. Können wir eigentlich mit zwei gleich machen, ist ja egal. Okay. Das hat er da auch schon rausgenommen, das ist auch gut zu wissen. Bargeld. 176.000, das ist echt viel Bargeld. So, hier können wir einmal, warte mal, nochmal 50. Ne, warte mal, wir haben ja nur, machen wir 25. Und dann trocknen wir da noch 25. Ah, dann macht er dann automatisch das trotzdem. Okay, cool. Cool, sprich jetzt mit Marcus. Naja, gut, da packen wir einfach mal die. Können wir das nicht sofort irgendwie rüber tun? Ah ja, so geht es. Doppelklick. Okay, verstehe. I understand. Okay. So, Marcus, was geht? Okay, great. Now you can go and visit Lonzo to talk about expansion. I'd go change if I were you. You look like shit. Oben im Schrank sind ein paar Klamotten und ein Rucksack, falls du einen brauchst. Got it. Oh yeah, take these amber gemstones and sell them to Helen on your way out. Always some extra cash will come in handy. Immer etwas zusätzlich Geld, das könnte nützlich sein. Klar, kein Problem. Okay, dann gehen wir mal hoch. Kleiderschrank. Okay. Werte ändern, das finde ich auch gut gemacht. So. Also wir müssen das andere ausziehen. Okay, ah, wir hätten schon einen gehabt. Ja, scheiße. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Warte mal. Okay, also das mit der Hose ist ja witzig. Also wenn das genauso ist wie... Ach, warte mal. Ah ja. Wir haben sogar Swag, nice. Wenn das genauso ist mit dem Couple, dann wird es so sein, genau, sus, okay. Ach man, ist mehr sus, aber weniger sichtbar. Okay. Geht es auch? Ah, nee, da geht's nicht. Okay, da müssen wir manuell rübergehen. Gut, passt. Perfekt. Wir schweben nach unten. Wir sind Mr. und Mrs. Jesus. So, und ich mache immer einzelne Päckchen, Leute. Weil die lassen sich besser verkaufen, in meinen Augen. Dann können wir das damit reintun und dann würde ich sagen, sind wir ready. Wie lange dauert denn das? 12? 13, okay. 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 Dann gehen wir mal nach draußen. Ich hoffe mal echt, dass wir jetzt noch nicht überfallen werden können. So, da sagen wir mal bei beiden ja. Wir haben echt genug. Alright, kids, it's past bedtime. Not for you, of course. You the bad criminal motherfucker. I mean, my clients. Now take your time to prepare yourself for the next business day. Stock up on supply. Produce more dope if you need to. Plan your strategy. When you decide that you're ready, find a bed to sleep over to the morning. Nights are also the perfect time for smuggling, looting, break-ins, and sabotages. But
We'll get to that part later. Okay, das ist nämlich auch perfekt. Das heißt, du kannst schön deine Zeit... Alter, dein Arm, Bro. So, du kannst ja danach die ganzen Sachen planen. Und das finde ich ziemlich cool gemacht, dass du jetzt nicht immer nur pennen gehst oder so, sondern genial, wirklich auch was draus machen kannst. Ah, por cierto, si alguna vez necesitas más dinero, busca piedras de ámbar en las playas. Puedo comprártelas. También te compraría cestas hechas a mano. Nunca son suficientes. Okay. Neue Rezepte erworben. Alles klärchen, Gummibärchen. Ach, das können wir das nächste... Ah, okay, das ist cool, weil das können wir uns das nächste Mal dann einfach mitnehmen. Ich würde mal sagen, dass wir mal die Wasser mitnehmen. Ein Ticket können wir tatsächlich auch 15 mitnehmen. Würste könnten wir tatsächlich 5 mitnehmen. Ach, nee, kann man nicht. Okay, egal. 5, 3. Passt. Adios, amigo. Adios. So, wir haben 2 Unsichtbartaschen. Das ist perfekt. Das ist perfekto, perfekto. Okay. Dann, wo müssen wir hin? Ich glaube, ach ja. Finde und sammel Bärensteine. Ah, doch, das ist echt die Quest aus der Demo. Schön. Okay, na, dann schauen wir mal, weil das müsste eigentlich hier dann gleich liegen. Ich glaube, 2 Orte gibt es, wo das Ding spawnen kann. Wie ein Ding, Alter. Wie gut. Wie in Last of Us. That's a good one. To help yourself finding stuff around, try using the EnviroSense. Push that button and it will mark various points of interest around you. Okay, this guy. It'll come in handy later, I promise. Oh, hola. ¿Has vuelto para comprar algo? Ni idea, amigo. ¿Por qué? Hola. Ahora pregunta, tal vez sepa algo. Hätte sein können. Bienvenido de nuevo. ¿Necesitas algo? Ich will was verkaufen. Hier. Pasa cuando vuelva a tener más material. Estoy segura de que encontrarás algo para ti. Okay. Ach, morgen sind die erst. Ach so, wir haben die so spät aufgenommen. Alles klar. Verstehe. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber. Ist witzig, wie das Ding leuchtet, ne? Wie viele Opfer hier rumliegen, ne? Und ich sage euch, wir werden hier alles voll machen. Mit Junkies. Wir machen alles voller Junkies. Ich glaube, das sicherste ist, trotzdem hier rüber zu gehen. Okay. Schön. Schön, 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 schön. Ich hab jetzt schon so Bock. Ich bin jetzt schon süchtig. Aber so wie es aussieht, Leute. So wie es aussieht, können wir, glaube ich, schon mit anderen spielen. Aber es steht die ganze Zeit an, alle müssen safe sein. Die Autos, die sind übrigens eine Zeit lang weg, ne? Der Hund ist weg. Naja, hätte er sein können, ne? Hätte ja sein können hier.
Versuch ist es immer wert. Oh. Wir haben echt genug Ding gebraucht, ne? Krass. Die hat wieder Nachschub. Ja, komm, klauen wir jetzt aber nicht schon wieder. Wir haben eigentlich noch genug. Man konnte ja auch Palmenblätter aufsammeln. Wo ist man hier? Kann man wahrscheinlich drüber sprayen, oder? Okay. Ah, hier war doch in der Demo mein Haus. Du kannst nämlich deine eigenen Häuser und so auch machen. Und ich glaube, das war hier. Oh. Jawohl. Tickets haben wir ja eigentlich auch genug. Naja, dann können wir jetzt trotzdem mal mit dem Kartell-Dude da labern. Hey, Bro. Oh. Am I old and blind or is that actually you? Billy Goodman! Billy! Dang, ich hab dich nicht erkannt. Was machst du hier? Me? What are you doing here? I've heard about some drug deal going on with Lonzo. That you? Ja, ich bin nur hier, um's zu klären. Hell, listen, we gotta catch up. Do your thing. I'll settle my business with Lonzo after you leave, and then we can meet at my boat. How's that sound? Klar, Alter, damn, Mann. Was für eine Überraschung. Du einer hier? Yacht. Ich bin ein Freund von Marcus. Ich sollte dich kennenlernen. Right, right. Nice to meet you, I guess. I'm Lonzo. If you want to do affairs dans l'archipel, you need to go through me. I will help you spread the word, but I'll take a percentage of your income. Questions? Okay, der Franzose, ne? Ist es nicht Jamaikan? Sean Lewis hält sich an wie Franzose. Whoa, look at you. We've just met, and you're deja acting like a petit malin. Meine Mutter ist eine sehr stolze Katholikin und noch stolzerer Fan von Marleys. Aber ich wurde in Haiti geboren. Es reicht nur mit dem Smalltalk. Gibt's noch Fragen? Businessfragen? Yes, 15% for dealing on my territory. For now at least. Okay, wenn wir länger zusammenarbeiten, können wir weiter verhandeln. Gut so. One more thing. I got your bureau. Daniel, on the left. Make yourself at ease. Kannst auch gerne das Bett benutzen, aber gewöhn dich nicht daran, dass ich nett bin. Super Voraussetzungen. Ganz super Voraussetzungen. What is it this time? Ah, ein Paket für dich. Super, I'll handle it. Ach, okay. Demand. Ja. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr liefern, ne? Nachfrage in der Stadt Amphe. Amphe und Meth. Erstelle ein Angebot mit dem lokalen Influencer, mehr Stammkunden zu gewinnen. Also, das ist echt gut gemacht. Well, what do you need? Alright. Goodbye. Got it. Machen wir noch eins, oder? Ja, es hilft nichts, scheiß drauf. Ich kann jetzt nicht alles dafür ausgeben. Oh my god, I almost forgot about that shit of an office. That's why I preferred to stay in the bunker. Hold on. Anyway, go out there and earn some money so you can move to a normal place of your own. Tja, true. Okay now, that's your base of operations. Here you can check the status of your territories, your wealth, your street cred, and much more useful information. This place will come in handy. Okay. Kleine Insel Beloved. Troublemaker. Aber insgesamt können wir nicht irgendwie da drauf gehen und dann schauen. Also es ist schon echt eine große Karte, ne? Allein die Demo war schon echt groß und ich glaube, man hatte nur die drei Dinge. Aber dass es so viel noch gibt, ist insane. Vor allem schaut mal an, da ist so viel Spielraum, weiter was zu machen. Okay, ach, da können wir das auch ändern. Okay, cool. Na gut. So, Billy, hau rein.
Nett. Finde Gelegenheitskunden. Geh an Bord von Billys Yacht. Na dann, würde ich mal sagen, Billy Boy. Billy Boy Thornton. Let's go. Was ist denn das für eine Yacht? Komm rein. Okay. Okay. Wow. Wow, wo sind wir denn? What the F? Hey, Billy. You ready? Come on, follow me. Okay, let's go then. Wild. We'll see how your knees are after all those years. Er läuft einfach durch alles durch. How long has it been, huh? Oh. Witzig. Alter, was hat denn der für eine Bude? Okay, here we are. Welcome to my home. Let's go upstairs. We'll sit and talk on the balcony. Alter. Krass, okay. Das ist natürlich ein Unterschied für das, wo wir gerade pennen, ne? Join Meeting. Ach, das ist ungefähr so ähnlich. Dude, how good to see you after all these years. How did you end up in my shithole? Meinem Drecksloch. Dein Drecksloch? Die Vergangenheit hat mich eingeholt. So you're here to take a piece of the Central American dream, huh? I feel you. What you planning? Wir haben mit Marcus und den anderen eine kleine Drug Operation gestartet, huh? Marcus is here too? Shit, tell that pale motherfucker to come visit sometime. What kind of drugs? Weed, Amphet, einfach das ganze Zeug, ey. Zumindest für den Anfang. Alright, I feel you. Damn, we gotta team up then. I'm gonna help you storm the island. I know the place, have a few contacts, know a few people. Du bist reich. Willst du jetzt echt ein Teil der illegalen Operation werden? Illegal? Shit, no such thing as legal or illegal here. There's things the government doesn't care about, and there's things they don't like you doing. Local cops might cause you some trouble, but until you cross the militia, we're good. Okay. Was ist mit denen? Don't worry. We'll think about that when you get large enough for them to care. By then, okay. You'll have other worries. Okay, geil. Okay, listen. Here's what we'll do. I'll make some phone calls, do some arrangements, and get back to you later. We got a lot of work to do. My employee will get you home. Nice, danke. Thanks, bro. Oh, Kartellstufe 3. Sick. Überprüfe deine Voicemail. Eine Gelegenheitskunden. Ja, wir können eigentlich nur das Festnetztelefon vom anderen machen. Hey, what's up? Wollt nur nachsehen, wie es dir geht. I'm good, man. Thanks. Hey, geil. What's up? Was kann ich mit überschüssigem Geld machen? I got my pawn shops all over the island. You can bring and take out your money there, anytime you like. It's safe, I promise. Hey, what's okay, up? Okay, nice. I'm good, man. Thanks. Den Arme. Ich würde mich ja schon freuen, wenn wir hier so... Alter, die haben sogar einen Spiegel, ne? Spiegel ist immer so auf... Zieht immer so viel Energie von dem Game. Hui! Okay. Okay. Na dann. Komm rein. Wir kommen rein. Did you know? Was haben wir denn hier? Okay, gar nichts haben wir hier. Super. Okay, war ein Versuch wert. Was haben wir denn hier? Können wir auch nichts machen? Okay. Cool, wenn wir so Container auch was machen könnten, ne? Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen ist... Yo, man, listen up.
Could you pick up the boat engine from repairs on your way back from the twins' crib? Also, Lonzo mentioned a friend of his who has some cheap houses for sale. Maybe it's worth looking into, huh? Out. Okay. Sure. Oh, bro. Adios. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal da hoch. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein paar mehr Kunden haben. Wie viel Uhr ist es eigentlich? So, es ist noch so früh. Okay, shit. Straßensperren, dass das jetzt kommt, macht mir ein bisschen Sorge. Aber wir haben echt viel Zeug dabei. Ja, okay, ist alles versteckt, scheißegal. Aber man konnte die eigentlich leicht... Oh, hui. Man konnte die eigentlich echt leicht umgehen. Also, die waren jetzt nicht so ein Pain in the ass. Aber es ist halt scheiße, ne? Wenn es so dunkel ist und du siehst die nicht und dann stehen die auf einmal hinter einem Busch. Wenn man mal die Spots kennt, dann glaube ich, ist es eigentlich ganz easy. Okay. Ja, aber hier ist ja gar nichts. Das ist wahrscheinlich dann einfach für einen Tag, ne? Okay. Die Kisten sehen so aus, als könnte man die irgendwann aufbrechen. Hey, hey, you see that blockade there? Yeah, it's not here for giggles. The locals set these around on roads and on borders of territories. Local bandits pay close attention to who's passing. Sometimes even send out people to stand on the checkpoint. So look out. Ah. Before you earn a name in a new area, I'd stick to boats for safety. Ooh. Transporting valuable or illegal stuff using roads is also risky, so keep that in mind. Ach, das geht ja sogar automatisch. Ach, das ist ja cool. Was haben wir denn da? Einfach mal 3. Ach so. Ach so, das mache. Okay, das geht wahrscheinlich nur, wenn wir in der Nähe hier was haben. Alles klar, verstehe. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Okay, da glaube ich, kann man einfach aktuell gerade nichts ändern. Good day. Yeah, that good day. Ich möchte was kaufen. Jetzt schauen wir mal. Metallteile. Ein Auto 250k. Ne, 200k. Es ist schon trotzdem viel, ne? See you around, then. See you around, bro. Ach lol, okay, das ist wild. Tja, das ist natürlich wild. Hui. Bei dir mit da Gutes. Jawohl, halt der Bargeld. Sick. Nice.
Okay, hier kann man lauter Pakete platzieren. Okay, das ist cool. Das heißt, wir können hier lauter Stashes und so machen. Das ist echt gut gemacht. Ey, die haben so ein cooles Game Design, wie gesagt. Kann nur immer wieder schwärmen. So, das Auto kann man auch gucken, jawohl. Der Lag. Nice. Für 30 jetzt wird's langsam hell, perfekt. Do I know you? Marcus hat mich gesendet. You've mistaken me for my brother. He's sitting over there. Goodbye, friend. Goodbye, bro. Back soon. Danke. Do I know you? Gotcha. You can buy seeds and other goodies from me. You can also talk to my twin brother. He sells lab equipment, you know. Okay. Denk dran, Leute, trinken. Das beste Wasser der Welt. Leider kein Sponsoring, oh, nehme ich aber gerne an. Came back to buy something? Finde neue Anbieter für Laborausrüstung. Okay. Was können wir denn jetzt hier kaufen? Dünger. Leere Pfeife, Fläschchen. Hydrokultur. Glühbirne. Ja gut, dann kaufen halt eins. Goodbye, friend. Come back soon. Okay. Das Hammer, perfekt. Dann gehen wir mal zu dem Motor da drüben hin. Warte, was haben wir da? Infos über Verstecke. Ah, okay. Gut, das ist dann jetzt eigentlich genau so wie in der Demo. Hey! Cool, ein Schäfchen. Ein Schäfchen fürs Schläfchen. Ja, wir könnten... Ne, wobei, scheiß drauf. Können wir auch dann doch laufen, weil so weit ist es ja auch wieder nicht weg jetzt. Okay, aber ich muss mir unbedingt merken, dass da so ein Checkpoint ist, weil da müssen wir dann auf jeden Fall aufpassen. Gelegenheitskäufer. Ist aber schön, dass es um 6:30 schon wieder hell wird. Das gefällt mir. Ich mag das nicht, wenn es immer so dunkel ist. Oh, und es ist so angenehm mit der Ausdauer, ne? Es ist so angenehm. So, die Ausdauer, wie sie jetzt ist, ist ja okay. Aber so davor immer dieses ewige Rumharzen mit der Ausdauer, ey, boah. I'll take cash for the repair. That's it? Well, pity. Goodbye. Goodbye, friend. Come back soon. Was für ein Friend? Voll der Wichser, Alter. Okay. Na gut, dann schauen wir mal davor. Das sind immer so Fragezeichen. Was bedeuten die? Gar nichts, alter Frechheit. Okay, Gebäude von innen Söhnen. Bueno pues, what do you think? It comes at a very good price. Interested, amigo? A la que sigue. Maybe next time. Bueno pues, what do you think? Oh pues, are you sure? Bueno pues, what do you think? Oh pues, are you... Okay. Das ist das erste, bekommt man ja kostenlos.
Aber dann wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich nicht so eins. Also wahrscheinlich dann doch zu schön für uns. Warte mal, wo müssen wir lang? Hier. Da müssen wir lang, da. Da müssen wir lang. Die hässliche Karte, die brechen wir aber gleich auf hier. Mann! Hey, Bro. Mr. Mev. Hey, das ist der Fabi. Fabi! Ja, wobei. Fabi ist ultra das Tier und wunderschön, aber der Bart und die Frisur passt zum Fabi. Das wäre sonst echt eine Beleidigung, weil Fabi ist halt echt ein wunderschöner Mann, ne? Polen! Oh yes, that. I am on vacation, but I have a man. He will show you around. Okay. Danke, wo kann ich ihn finden? You'll find his number on the sales board. Call him if you want him to watch the place. Okay. Danke, bro. Thanks, bro. Können wir aber zu dem Möbelversteck eigentlich kurz hin, oder? Oh, und die Dinger sind auch gleich da. Die Kunden. Ja, dann holen wir uns jetzt mal hier gleich. Ich wünschte, man könnte richtig springen, ne? Das würde mich noch echt freuen, wenn sie das ändern würden. Ja, wobei es also auch gut funktioniert. Hallo, check out my offer. Okay, das ist viel. Goodbye, friend. Come back soon. Wir gehen jetzt erstmal dahin, weil wir haben ja, haben wir die mitgenommen? Ja, die Karten haben wir, perfekt. Da ist wieder ein Warehouse. Wieder ein Lager. Karl. Oh nein! Oh Gott. Oh, was haben wir da eigentlich? Kleidung? Kleidung. Oh, hello there. Came back to buy something? Ach, eine Brille, die können wir eigentlich besorgen, ne? Sieben Swag minus Sichtbarkeit. Das ist, glaube ich, die beste, oder? Jupp. Nehmen wir die hier. Einmal, jawohl. Goodbye, friend. Come back soon. Okay, perfekt. Dann haben wir das. Und können wir einmal neues Versteck der Motor. Dann können wir aber eigentlich, ich glaube, wir nehmen dieses Versteck hier wieder, oder? Oder nehmen wir, ja, wobei, jetzt warte mal, wir schauen uns jetzt mal das da vorne an. Das ist der richtige Weg, ja. Eventuell nehmen wir dann das hier, weil es ist halt, das Gute ist halt, da ist halt sau zentral. Also da habe ich es auch in der Demo genommen. Aber die sind halt von der Handhabung her schon echt scheiße. Schauen wir einfach mal. Das hier wäre es, oder was? Ne, das hier ist es, lol. Nee, das machen wir nicht. Scheiß drauf. Wir machen das, weil da haben wir eine Haltestelle daneben. Das ist wichtiger. Das ist viel wichtiger. Warte mal. Können wir da rüberfahren? Ja. Ach, schön.
Derzeit können wir, und hier steht auch, glaube ich, der Influencer dann, ne? Derzeit können wir nochmal ganz kurz. Jawohl. Beute. Nein, da ist die Sonnenbrille. Oh Mann. Wird das auch irgendwie. Es ist der gleiche, ne? Naja, egal. Egal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück, weil wir müssen uns einmal um die Kunden kümmern und die wollen wir nicht warten lassen. Das machen wir auf jeden Fall, bevor wir jetzt weiter Sachen kaufen. Oh, cooles Tag. Finde ich cool. Ich hoffe, wir können da auch drüber taggen, so wie in San Andreas. Against all physics. Das ist die Palme. Tja, da hat sich wohl einer ordentlich einfach eine Palme gewedelt. Aber anders da krass. Hüchser. Komm her. So, komm, let's go. Die drei Kunden holen wir und dann, liebe Freunde, würde ich sagen, reicht es mit dem Gameplay, ja. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das spielen, schaut unbedingt in die Beschreibung von diesem Video oder eventuell auch in den angepinnten Kommentar, denn da findet ihr eventuell schon die erste Folge von unserem Roleplay. Was natürlich auch sein kann, dass wir das alles so streamen. Ja, das heißt, du bekommst hinter den Kulissen sozusagen mit, ja, weil es wird halt dann trotzdem zusammengeschnitten. Aber ihr seht es halt dann so, wie wir es produzieren, blöd gesagt. Ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal unbedingt die Beschreibungen abchecken. Und dann seid ihr dabei, live dabei. So, ihr könnt euch natürlich jetzt nicht wirklich verewigen, ja, weil wie gesagt, wir bleiben da schon im Roleplay drin. Alter, er ist ultra fertig. Ich möchte es dann schon wirklich auch, wie soll ich sagen, nicht out of character spielen, ja, sondern man kann natürlich, wenn man im Stream oder so ist, mal so labern, aber größtenteils wird das Ganze hier trotz all dem mit den Boys in Character in Role stattfinden. IC, ja, in Character nennt man das auch. Hey Bro, der könnte mal was kaufen hier. Ah, da. Hey Lady. Alter, so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Ansehen und Bonus, doch. Okay, das lassen wir so. Okay, jetzt lass mich mal ganz kurz luren. Möchte was kaufen? Ja, und zwar möchte ich die Baggies. Yes, yes, yes. Die Wasserflaschen. Jawohl. Warte mal. Hola, ahora que necesitas. Ich wollte ja schauen, ob wir die Dinger hier verkaufen können. Ah, okay. Adios, hätten wir amigo. Wahrscheinlich wirklich Vuelve beim pronto. Anderen verkaufen müssen, aber egal. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück. Sein Geld für die Reparatur sammeln. Das machen wir jetzt auch. Ah, der Weg funktioniert noch. Jawohl. So, und jetzt hier hoch. Jawohl. Ja, ich habe die Abkürzung wieder gefunden. Ach, schön. Okay. Ich bin gerade echt zufrieden. Vorne. Okay, ist echt weit.